gleich vorweg. Versionsverwaltung macht nicht nur in Teams Sinn, sondern auch als Einzelentwickler. Aber einfacher erklärt ist es natürlich mit einem Team. Was ist, wenn wir zwei Teammitglieder haben, zwei Entwickler, die wollen gemeinsam an einem Projekt arbeiten? Die wollen gemeinsam nicht nur am Projekt arbeiten, sondern gemeinsam am gleichen Source Code arbeiten. Und überhaupt am Source Code oder im besten Fall auch am gleichen Source Code. Und dann kommt es immer wieder vor, dass halt der eine Entwickler Zeilen hinzufügt, der andere Entwickler andere Zeilen löscht oder verändert. Also gemeinsam natürlich den Source Code bearbeiten, hinzufügen, ändern, löschen, bearbeiten, wie auch immer. Und das ist ja dann organisatorisch gar nicht so einfach, denn wie wollen wir das machen? Mit Dropbox oder Google Drive oder OneDrive oder wie auch immer, ja, dann würde immer der Letzte, der speichert, den anderen überschreiben. Was ist, wenn der eine gerade keine Version hat, die kompiliert und beim Speichern wird auch das synchronisiert, dann kann auch der Zweite nicht mehr kompilieren. Also solche Synchronisationstools wie im OneDrive, Google Drive oder Dropbox oder ähnliches ist hierfür echt nicht geeignet. Was aber dafür geeignet ist, ist eine Versionsverwaltung. Die erlaubt uns nämlich, dass auch wenn beide den Source Code entsprechend verändern, diese Änderungen zusammengeführt werden, also gemerged werden, sagt man dann, und dass sie gemeinsam am Source Code arbeiten können. Das ist aber nicht nur das Einzige, was Versionsverwaltung ermöglicht. Die Nutzen bzw. die Ziele dessen sind, dass wir einerseits gemeinsam am Source Code arbeiten können, also das gemeinsame Arbeiten am Source Code, aber auch das Sichern aller Zustände. Also ich habe etwas verändert und komme drauf, ups, das war blöd, jetzt habe ich mir irgendwie mehr zerstört als gut gemacht. Ich möchte zurück zum letzten Zustand, vor dieser Änderung. Oder ich möchte zurück zum vorvorletzten Zustand. Also es sind sozusagen Sicherungszustände jedes Mal, wenn ich will, wenn ich sozusagen committe, zu den Begriffen kommen wir noch, dann wird sozusagen der Zustand gesichert. Ich kann also sorgenfreier entwickeln, wenn ich eine Versionsverwaltung einsetze. Sorgenfreier deswegen, weil es mir nicht passieren kann, dass ich mir durch lauter Änderungen, durch viele Bugfixes meinen Source Code so zerstöre, dass gar nichts mehr geht und ich würde mir wünschen, wieder von vorne beginnen zu können. Was noch ist, oder ein großer Vorteil, ein großer Nutzen der Versionsverwaltung ist die Nachvollziehbarkeit. Eines der Hauptargumente überhaupt, vor allem wenn es um Teams und Zusammenarbeit im Team geht. Die Nachvollziehbarkeit bedeutet, ich weiß idealerweise, wer hat was und warum geändert. Ich kann jederzeit zurücksehen in der Historie und kann sagen, okay, diese Zeile Code, von wem stammt die ursprünglich, wann wurde diese das letzte Mal geändert? Und idealerweise ist sie mit einem Kommentar versehen, dass ich auch weiß, warum sie verändert wurde. Und dann fällt es sehr viel leichter, Änderungen und Begründungen, warum das so passiert ist, nachzuvollziehen. Also die drei großen Argumente für Versionsverwaltung, um Versionsverwaltung einzusetzen, ist gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen, aber vor allem auch die Sicherung aller Zustände und oftmals auch die Nachvollziehbarkeit. Der wichtigste aus meiner Sicht ist die Sicherung der Zustände und die Verwaltung der Versionen. Also das ist meine Version 1 der Software, das ist meine Version 1.1, was hat sich dazwischen geändert, hier ein Hotfix nachgeschoben, dort ein Update gemacht und so weiter und so weiter. Aber natürlich auch die Nachvollziehbarkeit. So, wie das Ganze jetzt funktioniert, was ist überhaupt das Merging, das wir schon gesprochen haben, was ist, wenn das Merging nicht funktioniert und wie wird überhaupt gearbeitet, ja, wie geht das, dass da jeder gleichzeitig im Source Code arbeitet, das werden wir uns in den Folgevideos zur Versionsverwaltung ansehen. Also, wenn es euch interessiert, seht euch die neuen Videos an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.